das hier hinten ist der Lion's Head und das hier vorne ist unsere neue Villa für die nächsten Tage und damit herzlich willkommen zu Kapstadt. Wir sind heute Morgen nach Kapstadt gefahren, um dort die nächsten Tage zu verbringen und da wir eine größere Gruppe sind, beziehungsweise noch sind wir nicht so viele, aber es kommt noch eine größere Gruppe und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, mit Airbnb eine Villa zu holen und ich will euch mal ganz kurz diese Villa zeigen, weil die einfach verrückt ist. Ich würde sagen, wir fangen mal hier oben an, im zweiten Stock. Es gibt drei Schlafzimmer hier oben, so eine kleine Bibliothek, die hier hinter mir ist. Und das Coolste ist halt einfach diese Schätzchen hier. Wir haben einfach einen Billardtisch. Also, wie dekadent und cool ist das denn? Aber ich muss euch mal die Aussicht von draußen zeigen hier. Auf dieser riesigen Terrasse hat man natürlich den besten Ausblick. Hier hinter mir geht langsam die Sonne unter. Hier auf der Seite ist ein Teil von Kapstadt zu sehen. Und wenn ich jetzt mal hier rüber laufe, boah, da hinten der Lion's Head. Einer der zwei großen Berge um Kapstadt. Das ist der Lion's Head und der Table Mountain. So riesige Berge sind. So. Im ersten Stock der Villa befindet sich ein weiteres Schlafzimmer und natürlich auch die Küche. Hier richtig cool. Ich weiß nicht, ob wir die häufig benutzen werden, weil es hier ganz sehr gutes Essen relativ günstig in Restaurants gibt. Und, aber wir haben hier auf jeden Fall zwei Kühlschränke, ein Herd und alles, was man braucht. Hier so eine kleine Chill-Out-Area. Hier vorne noch schön so ein Ess-Area. Hier nochmal eine Chill-Area. Das ist so cool. Und hier nochmal eine coole Aussicht über Kapstadt und das Meer. Das Coolste ist aber auf jeden Fall im Erdgeschoss oder wie auch immer, ist gar nicht das Erdgeschoss, das ist irgendwie... Das ist am Handling, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier den Pool. Der ist jetzt gerade leider noch nicht einsatzbereit. Das wird wahrscheinlich ab morgen sein. Der wurde irgendwie jetzt erst fertig gemacht und keine Ahnung. Ist auch nicht ganz so cool, irgendwie wie die Geschichte hinter dem Pool ist, weil Kapstadt hat ja eine unglaubliche Wasserknappheit. Und für den Pool wurde jetzt irgendwie Wasser von Bauern gekauft. Finde ich jetzt nicht ganz so cool, aber ich meine, wenn es jetzt schon da ist, dann kann man auch benutzen, oder? Und dann sitzt man da so im Pool. Und schaut nach Kapstadt rein. Und hier das letzte Zimmer ist noch Nathalie und mein Zimmer. Ist aber irgendwie nichts Besonderes, aber wir haben direkten Zugang zum Pool. Auf jeden Fall ist es jetzt unsere Homebase in Kapstadt für die nächsten elf Tage, keine Ahnung, ob jeden Tag ein Video kommt. Auf jeden Fall werden von hier aus dann Tagesausflüge gestartet und es wird am Pool gechillt und gegrillt und keine Ahnung. Wenn die ganzen anderen kommen, aber morgen, beziehungsweise heute Abend. Ein Teil ist schon da, ein Teil noch nicht. Die wollen zum Großteil nicht gefilmt werden, deswegen weiß ich nicht, wie viel ich in Zukunft noch in der Villa filmen kann, aber das dafür gibt es dann mehr von den Tagesausflügen zum Tafelberg, zum Lion's Head, zum Kap der guten Hoffnung und anderen Dingen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es eines dieser tollen Tagesausflüge gibt. Bis dahin. Ciao.